Welcome back, Ladies and Gents. Ich bin Daniel Korte und in dem heutigen Video spreche ich darüber, wie man sich mit einem Rasiermesser rasiert. Wenn du persönlich dich mit einem Rasiermesser rasieren möchtest, aber noch vollkommener Anfänger bist, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Denn ich persönlich bin auch noch ein kompletter Anfänger, wenn es um das Rasieren mit einem Rasiermesser geht. Und ich habe mir halt gedacht, bevor ich mir jetzt ein Rasiermesser kaufe, ansetze und mein Gesicht kaputt mache bzw. mich überall schneide am Hals, hole ich mir lieber professionelle Hilfe. Und deshalb bin ich los zu einem Profi, zu einem Barbier und zwar zum Rami. Der Rami hat übrigens seine Barber-Ausbildung in London gemacht und gerade erst seinen neuen Barbershop in Berlin eröffnet. Rami, vielen lieben Dank an dieser Stelle schon mal für deinen Support. Also Leute, der Rami hat mir dann die wichtigsten Tipps mit auf den Weg gegeben, die ich als Anfänger beachten muss, wenn ich mich mit einem Rasiermesser rasieren möchte. Und diese Tipps möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, let's go! Punkt Nummer 1. Stelle auf jeden Fall sicher, dass du eine niegelnagelneue Rasierklinge zum Rasieren benutzt. Es gibt unterschiedliche Rasierklingen von unterschiedlichen Herstellern. Ganz wichtig auf jeden Fall, dass du eine niegelnagelneue Klinge benutzt. Es gibt auch Rasiermesser bzw. Chavettes, wo man keine neue Klinge einsetzen muss, sondern wo eine Klinge direkt dran ist, die man immer selber schärfen muss. Das brauchen wir noch nicht. Wir sind noch Anfänger. Wir können einfach ein Rasiermesser nehmen, wo man einfach Klingen einsetzen kann. Such dir einfach irgendein Rasiermesser aus, was dir optisch gut gefällt und ganz wichtig, wo man halt das Chavette öffnen kann und neue Klingen einsetzen kann. Du nimmst dann eine niegelnagelneue Klinge, packst die aus, öffnest das Rasiermesser bzw. das Chavette und dann legst du die niegelnagelneue Klinge in das geöffnete Chavette bzw. Rasiermesser. Dann schließt du das Rasiermesser wieder und dann ist das Rasiermesser ready to rock. Bevor du anfängst, dich mit einem Rasiermesser zu rasieren, ein ganz, 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 ganz wichtiger Tipp vorab. Nimm deinen Elektrorasierer, das muss jetzt nicht so ein goldener Porsche sein wie dieser hier, nimm einfach irgendeinen Elektrorasierer und rasiere deine Konturen vor. Ansonsten besteht da die Gefahr, dass du mit dem Rasiermesser nachher kreuz und quer rasierst und dann sehen deine Konturen nicht so picobello aus wie diese hier, sondern dann wird das vielleicht ein bisschen rund und dann passt das halt nicht. Deshalb auf jeden Fall mit dem Elektrorasierer deine Konturen vorziehen. So Leute, kommen wir jetzt wohl zum schwierigsten Part überhaupt. Und zwar zur Haltung des Rasiermessers. Bei den Barbieren bzw. bei den Friseuren, ja, das sieht immer so locker flockig aus. Wenn die so ein Rasiermesser in der Hand haben und das benutzen, das sieht dann übel entspannt, übel gechillt und übel elegant aus. Aber wenn man dann selber mal so ein Rasiermesser in der Hand hat, Leute, dann sieht das alles andere aus als locker flockig und elegant. Ich habe da beim Rami mal im Barbershop so ein bisschen ausprobiert, hin und her probiert und Leute, ich sage euch, das ist echt nicht einfach. Der Rami hat mir dann einfach mal verschiedene Techniken gezeigt und zwar folgende. Du kannst zum einen das Rasiermesser aus dem Arm heraus benutzen. Das sieht dann so aus. Du hast aber auch die Möglichkeit, das Rasiermesser aus dem Handgelenk heraus zu benutzen. Oder wenn du so ein Profi bist wie der Rami, dann kannst du das Rasiermesser natürlich auch aus den Fingern heraus benutzen. Und welche Technik du verwendest, hängt natürlich auch immer davon ab, wo du dich gerade rasierst. Rasierst du dich gerade am Hals oder an der Wange? Dann musst du einfach mal ausprobieren, welche Technik für dich unter welchen Situationen am besten funktioniert. Bevor wir die Klinge ansetzen können, Leute, gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar nutzt Shaving Gel, also Rasiergel oder ein Öl. Denn wenn man Öl oder ein Shaving Gel benutzt, ja, dann gleitet die Klinge viel einfacher. Einfach so eine Erbsengröße an Shaving Gel auf deinen Finger, dann die Stellen schön einschmieren und dann bist du auf jeden Fall schon mal wesentlich safer unterwegs, als wenn du keins benutzt. So Leute, jetzt ist es soweit, jetzt können wir das Rasiermesser endlich ansetzen. Aber wir müssen das Ganze richtig machen. Denn man darf auf gar keinen Fall in einem 90-Grad-Winkel die Rasierklinge zur Haut ansetzen. Weil dann schabst du dir nur die Haut ab und dann tust du dir einfach nur selber weh. Am besten ist es, wenn du die Rasierklinge in einem ca. 35 Grad Winkel zur Haut ansetzt und dann kannst du loslegen. Ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass man so ein bisschen Feingefühl entwickelt. A, natürlich für den Winkel, wie man die Rasierklinge ansetzt, aber auch für den Druck. Und damit man das ein bisschen besser hinbekommt, ja, ein Pro-Tipp vom Rami, und zwar nutzt dazu einen Luftballon. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Luftballon. Nimmt einfach einen Luftballon, Luftballon mit Rasiergel oder mit Rasierschaum einschmieren und dann einfach mit der Rasierklinge üben, üben, üben und üben. Und den Luftballon könnt ihr 10.000 Mal zerfetzen, gar kein Problem. Hauptsache, ihr zerfetzt nicht eure Haut. Glaubt mir, Leute, gar nicht geil,
Ich spreche da leider Gottes aus eigener Erfahrung. Zum nächsten Punkt, und zwar zieh bzw. stretch deine Haut. Das ist viel einfacher, wenn du halt deine Haut stretchst und dann mit dem Rasiermesser rasierst, und dann ist die Gefahr auch nicht so groß, dass du dich irgendwie schneiden kannst. Und zudem brauchst du dir auch keine Gedanken machen, dass du irgendwie krumm und schief oder so rasierst, denn du hast ja vorab mit dem Elektrorasierer deine Konturen festgelegt und dementsprechend kannst du auch deine Haut ziehen und dann mit dem Rasiermesser rasieren, ist gar kein Problem. Also denk dran, zieh deine Haut. Last but not least, Leute, kommen wir zum letzten Tipp für heute, und zwar: Macht eure Wuchsrichtung der Barthaare ausfindig und rasiert dann mit der Wuchsrichtung der Barthaare. Nicht gegen die Wuchsrichtung, sondern mit der Wuchsrichtung der Barthaare das Rasiermesser benutzen. Zu guter Letzt noch ein ganz persönlicher Tipp von mir: Macht nicht den gleichen Fehler, den ich auch gemacht habe. Nehmt nicht einfach irgendwie ein Rasiermesser und fangt an zu rasieren. Leute, das geht definitiv in die Hose. Schwöre ich euch, 100%. Sondern Übung, Übung, Übung. Übung macht den Meister, Practice makes perfect, Leute. Bevor ihr die Klinge an eurem eigenen Hals ansetzt, übt erstmal mit dem Luftballon. Wichtig. Und wenn du jemanden kennst, der nach dem Rasieren immer komplett zerfetzt aussieht, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich super freuen, wenn ich mit diesem Video dazu ein bisschen beitragen kann, dass sich nicht mehr ganz so viele Männer beim Rasieren schneiden. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Sebastian Malcher. Sebastian, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht mit deinem Vor- und Nachnamen auf mein Community-Phone. Und vielleicht bist du beim nächsten Mal dann schon am Start. Weitere Videos zum Thema Rasieren findest du hier oben. Meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, eine perfekte Rasur. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Peace out.